Meine Abteilung repräsentiert den rekonstruktiven Teil oder die rekonstruktive Chirurgie in diesem Tumorboard, in diesem Tumorzentrum. Wir sind letztendlich enge Partner sowohl der Kollegen der Gynäkologie, um eben dort gemeinsam über Möglichkeiten der Therapie der Brusttumore zu beraten und eben vor allen Dingen auch im Hinblick auf die möglichen rekonstruktiven Maßnahmen der Tumorchirurgie der Brust. Auf der anderen Seite geht es aber genauso gut um Weichteiltumore, bösartige Weichteiltumore oder eben aber Hauttumore, wo es auch um die plastisch-rekonstruktive Deckung eben der Befunde oder eben dieser Tumore geht. Berichten. Ja, also ein ganz, ganz großer Schritt in der Rekonstruktion der weiblichen Brust. Das war so etwa im Jahre 2002, 2003, dass wir das in Europa begonnen haben. Und ich selber habe das dann auch relativ bald, also 2004, während meiner Zeit an der Medizinischen Hochschule in Hannover begonnen, dieses Verfahren. Ist die Möglichkeit, die Brust mit Eigengewebe aus dem Unterbauch zu rekonstruieren, aber ohne dabei den Bauchmuskel zu schädigen. Und das ist halt für viele Patientinnen ein Riesengewinn. Bis dahin hat man es entweder mit dem Rückenmuskel oder mit Implantaten oder eben mit zwar Gewebe aus dem Bauch, aber dann mit dem Bauchmuskel gemacht. Und das kann zu Vernarbungen und Hebedefekten führen, die natürlich unerwünscht sind. Ja, die Frauen sind gerade die, die sich eine Brustrekonstruktion wünschen, mitten im Leben, wollen am Leben teilhaben und mit Vernarbungen oder Problemen der Muskulatur und des Skeletts kann das eben schwierig werden. Und mit diesem Verfahren können wir ohne weitere sogenannte Hebedefekte eine sehr schöne Brust rekonstruieren. Auch im Bereich der Implantatrekonstruktion hat sich einiges getan. Die Implantatrekonstruktion der weiblichen Brust ist eigentlich das Haupt- und am meisten verwendete Verfahren. Etwa 75% der Rekonstruktionen entfallen auf die Implantat- und 25% auf die Eigengewebsrekonstruktion. Durch die Verwendung neuer Implantate, neuer Implantatbeschichtungen und vor allen Dingen auch durch die Entwicklung von Netzen und sogenannten biologischen Matrizes ist auch dieses Verfahren sicherer geworden, was die Rekonstruktion der Brust mit Implantaten anbelangt. Im Bereich der Haut- und Weichteiltumore, natürlich haben sich die Operationstechniken verfeinert. Wir operieren auch jetzt mikrochirurgische Techniken auch im Gesicht, wo eben einzelne Gefäße dargestellt werden, um größere Defekte zu verschließen. Und gerade bei den großen Weichteiltumoren geht es in erster Linie darum, im Bereich der Extremitäten, also Arme und Beine, wo wir zuständig sind, Extremitäten erhalten zu operieren. Also dass wir nicht mehr wie früher radikal den Tumor operieren, was wir immer noch tun, aber gleichzeitig dabei eben zusehen, eben die Beinlänge oder eben die Extremität als solches nach Möglichkeit zu erhalten. Und auch da gibt es entsprechende Verfahren, die in letzter Zeit entwickelt wurden. Also Sie operieren. Das ist jetzt nicht nur so, dass Sie nach einer Tumoroperation rekonstruieren, sondern Sie sind auch zuständig für die Entfernung von Tumoren. Ja, wir operieren in erster Linie die Hauttumore primär. Also wenn vom Tumorausmaß schon klar ist, dass ein relativ großer Defekt entstehen wird, der einer auch größeren Operation oder plastischen Deckung bedarf. Bei kleineren Hauttumoren oder eben den Möglichkeiten, die Wunde wieder primär zu verschließen, ist das in der Regel in der Hand der Kollegen aus der Dermatologie. Wenn die Tumore größer sind, wie gesagt, operieren wir die auch. Gerade die Weichteiltumore ist natürlich das, was wir primär operieren. In der Regel aber im Team gemeinsam, gerade an den Extremitäten mit den Unfallchirurgen oder eben auch mit den Kollegen der Allgemeinchirurgie, um eben ein optimales Setting für die Patienten darzustellen. Und unser Teil ist eben, wie gesagt, dann die Rekonstruktion, die Gefäßnähte, die vielleicht notwendig sind, die Anastomosen, um eben dann Gewebeblöcke auch zu verschwenken. Also das ist unser Teil in diesem Bereich.
Im Bereich der Brustrekonstruktion oder Brusttumore ist es so, dass primär die Brusttumore von den Kollegen der Gynäkologie auch operiert werden und wir dann gemeinsam die Defektdeckung angehen. Aber gerade deswegen ist halt dieses Tumorboard ganz wichtig, dass wir uns auch vor solchen Operationen gemeinsam beraten können. Wo geht der Weg hin? Was sind unsere Möglichkeiten? Wie großflächig, großräumig kann man den Tumor sicher entfernen, um immer noch ein ästhetisches Ergebnis der Rekonstruktion gewährleisten zu können? Und umgekehrt, was können wir gewährleisten? Welche Deckungsmöglichkeiten haben wir, wenn es sein muss, den Tumor sehr großflächig zu entfernen? Und das besprechen wir in der Regel gemeinsam mit den Kollegen der Gynäkologie. Ich habe gestern gehört, naja, also wie schon gesagt, also im Bereich der Brustrekonstruktion sind wir mit diesem Verfahren der sogenannten DIEP, Deep Lappenplastik aus dem Unterbauch, wesentlich weiter, dass wir den Patienten ein Verfahren anbieten können, was natürlich lange Bestand hat, dass es eigenes Körpergewebe ist, nimmt mit ab, es nimmt mit zu, es altert mit, die Haut lässt nach, was aber eben physiologisch ist und was auch gut so ist. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite durch die Entwicklung von speziellen Netzen, wenn wir mit dem Implantat was rekonstruieren, haben wir auch da wesentlich bessere Chancen, Komplikationen mit dem Implantat zu kontrollieren. Wir können durch diese Netze die Position des Implantates besser kontrollieren und wir können Komplikationen wie sogenannte Kapselfibrosen, also Vernarbungen, die entstehen können, auch mit diesen Netzen besser kontrollieren, und das ist etwas, was natürlich auch auf lange Sicht für die Patienten von großem Vorteil ist. Was die Haut- und Weichteiltumore anbelangt, ist der chirurgische Teil, muss man sagen, tatsächlich so, wie er auch vor 10 Jahren oder auch vor 20 Jahren schon war. Da gibt es einige Entwicklungen in der Onkologie, was die Behandlung von Hauttumoren anbelangt, mit unterschiedlichen Medikamenten, sowohl externen Medikamenten, die man also auf die Haut aufträgt, als auch Medikamenten, die man einspritzt. Ein großer weiterer Punkt, der sich sicherlich verbessert hat, sowohl bei allen Haut- als auch Weichteil- als auch Brusttumoren, ist, dass wir mittlerweile in der Lage sind, sollte es notwendig sein, die Lymphknoten zu entfernen, nur noch die Wächterlymphknoten entfernen, was für die Patienten auf lange Sicht den Vorteil hat, diese Ödeme, Schwellungen in Armen und Beinen zu vermeiden und durch diese vermeidete Schwellung eben auch einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität mit sich bringt. Ja, also die Wächterlymphknotentechnik.